Wir sind so kaputt. Ja, und ich bin auch mehr kaputt, wenn wir jetzt nicht sofort eine 39 Grad Therme finden. Angekommen in Island. Hier schon mal die Karte über all die Straßen, die gesperrt sind in Island wegen Unwetter. Also Fakt ist, Wow Air hat den coolsten Slogan, was das Gepäck anbelangt. Mau! Boah! Den Pullover! Ich habe zwar die kleine Tüte der Schande, aber du hast jetzt den ganzen Rucksack der Schande. Den Pullover der Schande. Puh, verzieh dich. Also das finde ich schon krass. Also 99% electricity produced from renewable sources. Sie sind einfach Komiker. Ich gerade hier in einem Supermarkt am Airport und es scheint echt, als hätten die Isländer Humor. Also sogar auf so Verkaufsschildern sind so lächelnde Smileys. Es ist mega witzig. Ich empfehle dir mit Nachdruck, dass du heute Abend noch etwas isst, was dir schmeckt. Vielleicht solltest du diesmal drauf hören. Ich schau mal, ob es hier in diesem Höfjala-Kuja-Ho-Hotel Kaffee im Supermarkt gibt. Alter, was ist denn das für ein Scam? Der Supermarkt auf dieser scheiß Insel hat nur bis 20 Uhr geöffnet. Wow, wir sind gerade quasi zur Information gegangen und haben gefragt, wo man Bustickets kaufen kann. Und die meinten so entweder im Bus oder in so einem komischen Laden. Und dort angekommen war irgendwie so ein Typ, der keinen Plan hatte. Da kam irgendwie so ein Chef oder so. Und hat irgendwie so, nee, das könnt ihr hier kaufen für 27 Euro. Jetzt haben wir 8 Tickets für eine Busfahrt. Das war Scam. Und ist auch noch nicht mal der richtige Preis. Wenn man bedenkt, dass du als Kind durchgegangen bist. Das nächste Mal, wenn ich nach Island komme, dann nehme ich ein Aufgabegepäckstück, packe ein Klapprad rein und kette das von Flughafen an. Dass wenn ich in 3 Jahren mal wiederkomme, dass ich mir da Geld spare. Das lohnt sich schon nach durchschnittlich 0,5 Islandreisen, oder? Also hier ist einfach nichts. Oder da ist ein Auto. Viel ist irgendwie nicht los. Es ist arschkalt, hier hätten wir nicht einfach Malediven oder so buchen können. Wo ist denn hier ein Hostel? Schon scheiße, sollen wir im Baumarkt pennen, oder? Hier ist eigentlich nur Industrie. Oh, da. Wir sind gerade in unserem Hostel angekommen, aber gibt es ein Error dafür, wenn dein Reisepass angeschimmelt ist? Es ist jetzt 10:45. Wir warten darauf, dass die Sonne endlich mal untergeht, aber sie geht einfach nicht unter. Schon mau. Im Hintergrund ein bisschen die Berge. So, also kurz ein paar Fakten. Erstens, es ist immer noch genauso hell wie vor 2 Stunden auch schon. Es ist beinahe Mitternacht. Aber es ist noch kein Deutsch dunkler geworden. Man hat immer noch den Ausblick auf die Mülldeponie. Es ist immer noch arschkalt. Das Fenster ist permanent offen. Also es macht echt keinen Spaß, hier kacken zu gehen. Ich hab's da auch Hunger erstmal. Ich muss erstmal irgendwas essen. By the way, hast du dich eigentlich mal gesund ernährt? Gesund? Ja. Hey, was ist nochmal gesund ernähren? Ich hab mir vorhin so eine Tafel Schokolade gekauft. Die war ziemlich geil. Wann hast du die letzte Frucht gegessen? Auf der Convention in Augsburg, da gab es so ein geiles Fruchtbuffet, die hatten alles. Ich habe so das miese Gefühl, dass irgendwas auf mich zukommt. Mir passt das gar nicht, wenn du plötzlich so die Cam raushörst und irgendwelche so Fragen mir stellst. Oida, hier gibt es einen Sierra-Burger für 1 Euro. Gesundheit ist den Menschen wichtig. Das Motto heißt, ernähr dich richtig. Man möchte es gerne praktizieren, doch wird es schwer, das auszuführen. Wir lieben Eura. Findest du gut so gesunde Ernährung? Mega. Deine Challenge am heutigen Tag besteht darin, 2000 Gramm Chips zu fressen. Du darfst natürlich auch ein bisschen durchswitchen, damit du ein bisschen Abwechslung hast. Die Chips sind ziemlich unfinanzierbar. Pringles sind so viel günstiger als alle anderen Chips. Die kosten nur 99 Cent, aber auch nur Salt und Pepper. Nee, warte, die kosten viel mehr. Hier sind 200 Gramm drin. Da muss man gleich zuschlagen. Kannst du mal halten? Dude, I don't know. Ich habe gerade auch mal zugeschlagen bei den Pringles, weil die kosten nur 169. Also Tortilla-Chips gehen eigentlich immer. Bei Tortilla-Chips ist es eher so, da ist man traurig, wenn die Packung leer ist. Aber halt nach einer, nicht nach 10. Aber ich wollte eigentlich so geiles Baguette mir kaufen, aber mir ist aufgefallen, es geht nicht, weil ich muss heute 15 Packungen Chips verzichten. Wenn du nicht komplett mau bist, würde ich jetzt die Kassiererin fragen, warum sie denn so wenig Chips im Sortiment haben. Einige more Chips. Also der Bus amiert, kommt in ca. 15 bis 20 Minuten. Der passt, der ganze Anfang ein paar Chips zu fressen, oder? Scheiße. Hast du eigentlich sonst noch was in der Tüte? Nee, außer ein Apfel so. Weil gesunde Ernährung ist ja auch wichtig. Die sind ziemlich lecker. Also ich würde sagen, die Challenge ist leicht zu erfüllen. Scheiße, ich habe jetzt eine halbe Tüte gefressen und es sind noch nicht mal 100 Gramm.
Und ich habe jetzt schon genug. Ein paar Pringles. Ich muss sagen, oh, das reicht mir jetzt. So viele Chips so früh am Morgen ist jetzt auch nicht so gerade das Geilste. Alter, Jan putzt das schon weg. Aber schau doch mal, das sind 175 Gramm. Das heißt, wenn du die fertig hast, hast du schon mehr als ein 20. Kein Kommentar. Servus. Ich kann dir leider heute den heutigen Brief nicht geben. Und zwar, ich wollte Luca mit Handschellen irgendwie die Arme zusammenketten, so für einen Tag. Das Problem war aber, jetzt in Handschellen sind in Island irgendwie illegal. Stattdessen möchte ich dir eine andere Aufgabe stellen. Und die wird sein, die kompletten Ananas-Outfit und die Sonnenbrille auf der Straße mindestens 10 verschiedene Leute ansprechen mit dem Satz, ist es hier in Island eigentlich immer so kalt? Wir sind gerade auf dem Weg nach Reykjavik. Servus, wir gehen jetzt hier zu einem Jongliertreff, wurde mir gesagt. Es ist so kalt, aber auch so die Luft ist so. Wir suchen jetzt immer noch hier den Jongliertreff und mein Google Maps sagt, es ist hier. Wir sind jetzt hier gerade bei dem Platz, wo die isländischen Jongleure normalerweise trainieren. Und wir haben es geschafft, nach 20 Minuten es endlich zu finden, nachdem wir mit zwei bärtigen Wikingern gesprochen haben. Ich habe gerade voll das Tief, ich habe Bauchschmerzen. Luca ist hier gerade am Trainieren. Und bei mir ist gerade an Trainieren nicht zu denken. Mir ist mega schlecht, ich könnte sparen. This is the A to R of Iceland. So try to sing along. This is the A to R of Iceland. What could possibly go wrong? Ich hätte es wissen, dass ich nach 10 Packungen Chips heute essen muss. Luca ist hier gerade auf dem Weg, seine Challenge zu erfüllen. Mir scheint, es ist gar nicht so warm hier. Ich finde es auch ganz schön kalt, habe mich ziemlich vermummt. Aber Luca kriegt das schon hin. Wohin geht er eigentlich? Ja, da hinten hin. Da ist das Schwimmbad. Ist es normal, dass es so kalt ist in Iceland? Norman, Jo Leute, ich bin hier gerade in Reykjavik. Ich mache meine Challenge. Ich bin im T-Shirt und kurzer Hose. Jetzt muss ich noch 8 Personen ansprechen. Ist es normal, dass es so kalt ist in Iceland? Oh, no. Mit so einem Outfit ist man einfach der geilste, oder nicht? Schreibt's in die Comments! Puh, wir sind so kaputt. Ja, und ich bin noch mehr kaputt, wenn wir jetzt nicht sofort eine 39 Grad Therme finden. Luca in Klammern 16 hat das kalte Wetter in Island überschätzt. Halt die Fresse, kein Kommentar. England, is it always so cold in Iceland? It's hot now. It's hot now. Is it normal that it is so cold in Iceland? Is it always so cold in Iceland? Yeah. It's hot today. It's hot today? Yeah. Oh, that sucks. Seems to be really cold in winter. Ja, Jan, wie geht's dir? Gut. Why is it so cold in Iceland? Und wie ist so deine Körpertemperatur auf einer Skala von frostig bis eisig? Eisig frostig? Oder einfach saukalt? Ja. So hat Island richtig Style. Was ist es eigentlich? Wisst ihr, was es ist? Schreibt es in die Comments. Wir gehen jetzt schwimmen. Natürlich sehen wir euch dann nicht, aber wir sehen euch gleich wieder. Yo! Wir sind auf dem Weg zum Wikinger einen Schritt weiter gekommen. Wir waren im Whirlpool und zwischendurch immer in so einem Eisbecken von 6 Grad. Es ist richtig heavy, aber es war richtig geil und jetzt fühlen wir uns abgehärtet, ne? Jan, wie siehst du das? Yo, wir sind hier im Supermarkt in Reykjavik gerade angekommen. Die Preise hier sind ziemlich immens. Die Preise hier sind echt jenseits von Gut und Böse. Wie kann man sich das finanzieren? Hier ein Smoothie für 13 Euro. Island ist einfach das teuerste Kaff dieser scheiß Welt. Oder hier gibt's Äpfel. Da kann man mal zuschlagen. Sind zwar ziemlich teuer. Aber ich brauche einfach Vitamine, sonst sterbe ich. Alter, Jan, ich glaube, das hier ist eher so deine Abteilung. Salted Tortilla. Alter, puh, halt einfach die Fresse. Ist Apfel. Warum keine Chips? Das ist schlecht. Ich hab nicht mal eine Jacke, Mann. Es ist so arschkalt. Dieser Typ hier macht mich wahnsinnig. Komm mal runter. Puh, du hast uns mitten zum Meer geführt, Mann. Da ist nicht unser Hostel. Nicht Schwachsinn, halt einfach die Fresse. Fress deine Chips und sei leise. Wir haben es endlich geschafft, zurück ins Hostel zu kommen. Uns ist aufgefallen, dass alle Sachen von uns entweder nass oder dreckig oder beides sind. Deswegen tun wir hier gerade alles vollhängen. Ich glaube, du wärst Lingerie-Model. Alter, jetzt mal. Ja. Und hopp. Seems legit. Folgt mir, mein Ass. Boah, ist nicht mehr ganz fresco. Okay, ich heiße Gilmar und all die Leute in Deutschland, die machen immer dasselbe Witz. Der ist, geh mal wiederholen. Du hast noch 4 Stunden. Hast du schon mal an einem Tag 5 Packungen Chips gegessen? Nee, warum auch? Das Salz. Hätt ihr gedacht, das Pringles salty, salty? Schreibt's in die Comments.
Das kann man nicht reinnehmen. Es hört sich so einfach an, 2 Kilo Chips zu futtern, aber es ist so schwer. Welcher Vollidiot denkt sich denn bitte so eine Scheiße auch aus? Mir reicht es einfach. Es ist so schwer, das durchzuziehen. Wenn ihr auch zu den Coolen gehören wollt, solltet auch ihr euch auf gesunde Ernährung fokussieren. Schaut beim Internet unter www.gesundernähren.de. Schau mal, da ist ein ganz besonders großer Chip.